Ja, also mein Name ist Frank Schildtjer, und ich bin Schauspieler bei diesem Projekt. Und ich habe den älteren Herrn gespielt. Was mich an diesem Projekt überhaupt und als erstes begeistert hat, jetzt gar nicht mal das, was die Story an sich jetzt hergegeben hat, am Ende, im Storyboard und der Geschichte, die Eleanor erzählen will, sondern in erster Linie, und das ist mein eigenes Thema, nicht weil ich irgendwas habe, aber es geht um diese Sterbehilfe und es geht um selbstbestimmtes Sterben. Die besondere Herausforderung bei der Rolle war, nichts zu machen, also nichts zu spielen, obwohl das alles eine Theatralik hatte. Also es ist ja nicht so richtig real, es ist ja sehr mystisch, völlig verfremdet, also auch wenn die Bilder nicht verfremdet sind, aber es ist ein Riesentraum. Der könnte vielleicht doch real sein. Also die Idee zu Stairs to Heaven habe ich geträumt, wie ich viele von meinen Filmideen erst träume. Dann habe ich darüber nachgedacht, dann habe ich mit meinem Mitbewohner darüber geredet. Also es ist der typische Workflow irgendwie bei so Filmideen und Drehbüchern, die ich mache. Und ja, dann war irgendwie so dieses, ey, das ist irgendwie eine coole Geschichte. Also es ging erstmal wirklich nur um die Geschichte, gar nicht so sehr um die Thematik, die da drinne eine Rolle spielt. Wir hatten schon von Anfang an recht, eine recht ähnliche visuelle Vorstellung davon, das Kaufhaus als Protagonisten zu etablieren. Das heißt, als großes, brutalistisches, monumentales Gebäude, was halt über den Personen steht, was die Personen vielleicht auch eher durchschleust und da eher so eine fabrikartige Maschinerie aufbaut. Zu diesem, ja, sagen wir mal, sehr sensiblen Thema. Also der Stil des Kaufhauses war ja schon auch ein wichtiger Punkt für mich. Das war, glaube ich, immer was ich oft in diesen Regiebesprechungen mit den Department Heads immer oft auch angesprochen habe. Das ist so ein Kaufhaus im Stile so der so 80er, 90er Stil irgendwie. Und ich finde irgendwie dieses, es ist so ein Zwischenort irgendwie. Es ist ein Ort, wo du irgendwie nicht bleiben willst, aber doch weißt, irgendwie muss ich jetzt hier drin was erledigen. Also man, so ein Zwischenort irgendwie. Und das fand ich irgendwie so interessant, diesen Stil auch aufzugreifen, eben von diesen Kaufhäusern, die genau das in der Realität auch repräsentieren. Also eben das Kühle, das Brutalistische, das eben nicht komisch-dystopische, zeitlich nicht ein- oder epochenmäßig nicht determinierbare. Und ein bisschen spleenig, so. Ein bisschen so ein Ticken abgedreht. Der Grundtenor, den wir eigentlich so hatten. Ja, genau, zeitlich Bloß nicht festgelegt. Nicht einordnenbar, schwer einordnenbar, weil er mit mehreren Zeitebenen spielt. Und der auch einfach an verschiedenen Zeiten spielen könnte. Genau. Könnte Future sein, Vergangenheit. Oder zumindest eine Endzeit, in der sich alles mischt. Kurzfilme sind ja sowieso immer durch die Location also eingeschränkt, weil du kannst bei einem Kurzfilm jetzt nicht sagen, ich drehe jetzt irgendwas, wo ein Zug durchfahren soll, wo jetzt ein riesiger Autocrash passiert oder sowas. Und da hatten wir mega Glück, dass wir in Naumburg in diesem Kaufhaus drehen konnten. Wir hatten uns den Film, sagen wir mal, idealerweise im Storyboard schon zurechtgelegt und mussten dann ein bisschen mit der Location gucken. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Bei so kleineren Projekten ist es halt schwierig, da die Location und die Setpieces zu finden, die man halt braucht. Und da mussten wir so ein bisschen gucken, wie wir die Geschichte, die wir erzählen wollen, und die Bilder und die Bildgewaltigkeit in die Location bringen, die wir letztendlich zur Verfügung hatten. Und mussten da halt gucken, wie wir über, ja, die vorhandene Lichtsetzung aufgrund von Zeit, von limitierter Zeit, da eine vernünftige Ausleuchtung hinbekommen und auch die Ausleuchtung des Ortes und des Kaufhauses mit einbeziehen. Und dann in dem Falle einfach inspirieren lassen, ist schier euphemistisch durch die Dinge einfach vor Ort, ne? Ja. Also hier ist da, das Waren sind sehr inspirierende Schaufenster, die müssen weg. Ja, gut, dann müssen die halt weg. Dann ist da die Sachen. Treppe dort und dann ist halt die Treppe dort. Und damit muss man dann auch eben umgehen. Aufgrund der Location mussten wir halt so ein paar Ideen einfach, sagen wir mal, in gewisse Bahnen lenken oder durch andere Stilmittel etablieren und haben so dann halt versucht, mit dem, was wir hatten, quasi das zu erzählen, was wir erzählen wollten, und so Symboliken dann woanders wiederzufinden, zum Beispiel. Dass natürlich auch das einzige Kaufhaus in dieser Stadt geschlossen wurde.
Ja, ich fand tatsächlich für den Ton mal interessant. Es war sehr hallig, aber es war kein schlechter Hall. Der war nicht sehr eckig. Es war ein sehr schöner, langer, aber auch sehr sanfter Hall. Also man konnte da viel arbeiten mit Weite, wie im Bild, so auch im Ton. Vielleicht auch eben, wie du auch gerade sagst, irgendwie für den Ton, für die gesamte Atmosphäre, wahrscheinlich auch für das Bild, hat es die Atmosphäre gebracht, die es vielleicht bräuchte. Die innere Welt von Stairs, naja, im Grunde ist es ja, also es ist erstmal eine super abstrakte Welt, würde ich sagen. Also sehr eckig. Sehr eckig, ja. Schon recht eckig geworden auch. Nee, aber ich meine, ich glaube, die innere Welt von Stairs ist so dieser Kontrast zwischen Kaufhaus, irgendwie brutalistisch, kühl und Flashback-Szenen, alles warm, alles nah irgendwie, alles emotional. Also wir wollten diesen nüchternen, brutalistischen Stil sehr bewusst absetzen von den Erinnerungen. Und ich hatte mal vor einiger Zeit ein bisschen rumexperimentiert mit anamorphischen Linsen, die squeezen das Bild auf eine Weise und hatte die Idee, quasi ein quadratisches Format zu etablieren. Das heißt, den Sensor hochkant zu schießen und den halt trotzdem horizontal zu squeezen, sodass man ein quadratisches Bild bekommt. Das macht den Sensor größer, das ist ein Format, was noch nicht so etabliert ist. Und gerade solche eher quadratischen Formate wecken halt auch so einen nostalgischen Charakter. Und ich glaube, da haben wir irgendwie einen schönen Mittelweg oder einen schönen besonderen Weg gefunden, da diese Erinnerungen zwischen diesem Kalten herausstehen zu lassen. Die Arbeit mit den Schauspielenden war interessant. Also ich habe allgemein noch nicht, also ich habe schon mit Schauspielern gearbeitet. Ich komme ja auch viel aus dem Theaterbereich, wo man halt, also wo die Schauspielarbeit, die Probenphase ja generell sehr, sehr prägnant ist. Nichtsdestotrotz war das jetzt schon auch mein erstes größeres Projekt, wo ich einen Hauptdarsteller hatte, mit dem ich sehr viel interagieren musste. Wie ich mir die Rolle erarbeitet habe, ich glaube, es ist Intuition, die ich besitze. Nicht für alles und immer, aber ich habe halt, es ging natürlich auch aufgrund eines Gesprächs, erst an einem Telefon mit der Regisseurin und dann nochmal in einem Gespräch. Dann habe ich das natürlich 2-3 Mal gelesen. Dann haben wir in einem Nachmittag oder sogar einen halben Tag lang haben wir vorprobiert und haben sehr viel darüber geredet. Ich hatte mit Frank sehr viel Glück, weil er ist wirklich ein super Schauspieler und er konnte auf die Sekunde sofort alles umsetzen, was ich ihm gesagt habe. Genau, und auch bei allen anderen Schauspielenden, die Nebenrollen gespielt haben, war das genauso. Es sind ja auch teilweise Leute, die ich schon lange kenne, mit denen ich auch gut befreundet bin, mit denen ich auch schon viel zusammengearbeitet habe. Und trotzdem ist immer wieder ein neues Projekt eine andere Arbeit mit denjenigen. Also es ist immer wieder eine neue Rolle, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Ich denke, für Schauspiel war die Schwierigkeit so, dass natürlich die innere Welt des Protagonisten eigentlich die Hauptrolle natürlich spielt, obviously. Und ja auch das ganze Haus, das ganze Kaufhaus im Grunde die innere Welt des Protagonisten widerspiegelt. Aber dann trotzdem den anderen Spielern auch noch irgendwie eine Art von innerer Welt zu geben. Das war am Anfang auf jeden Fall eine Herausforderung. So, was sind das da für Leute? Ja? Existieren die wirklich? Sind die nur in seiner Fantasie? Und was haben die da eigentlich zu tun? Ne? Bei Filmmusik finde ich es besonders spannend und einen guten Ansatz, eine Klangwelt zu schaffen, die eben zu dem Gezeigten passt. Und außerdem und dazu kommt eben das Vertonen von Geschichten und das Erzählen von Geschichten über Musik und eben dann das Transportieren von Emotionen. Als ich das erste Mal das Konzept und die ganze Thematik gesehen habe, hat es mich insofern überrascht, weil ich da sonst gar nicht so viel drüber nachgedacht habe und fand den Ansatz super cool, mich damit zu befassen und war auch sofort auch auf der musikalischen Ebene super interessiert, wie man das Ganze umsetzen kann, was man da damit machen kann, mit der Thematik, mit der ganzen Idee. Ich habe das Drehbuch gelesen und dachte mir so, das ist einfach richtig gut. Das ist ein richtig gutes Thema. Es ist ein schwieriges Thema, aber es ist sehr gut geschrieben und ich kann mir vorstellen, wie wir das umsetzen können. Besonders an dem Projekt gereizt hat mich die Thematik. Also es ist ein sehr wichtiges Thema in der Gesellschaft, auch immer noch sehr vielleicht unter den Teppich gekehrt oder an vielen Stellen falsch angepackt, würde ich sagen. Und da eine Aufarbeitung zu finden auf einer künstlerischen Ebene, das hat mich sehr gereizt. Ich hoffe, dass die Regierung und Regierungen es alle Jahre verbessern werden,
zu den Gunsten oder zu den Ideen, wie ich sie mir vorstelle, dass beim ersten Mal, wo ich anfange, nur noch reden zu können und gar nichts mehr machen kann, will ich weg. Und ich will das selber entscheiden. Und aus keinen ethischen, religiösen oder moralischen Gründen, sondern ich will das entscheiden.